Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem For Honor Multiplayer Video. Ich hatte heute mal wieder Lust, ein bisschen Orochi zu spielen mit dem Katana und habe hier aber leider einen hohen Wächter als Gegner bekommen im Duellmodus. Rechne ich mir jetzt keine großen Chancen aus, aber vielleicht gefällt euch ja trotzdem das Video, dann könnt ihr das gerne selbstverständlich ganz freiwillig unterstützen mit ein paar Daumen nach oben, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt geht's hier gegen den Wächter, sieht es ja immer schlecht aus und jetzt auch noch mit den Orochi, aber egal, man lernt aus seinen Fehlern. Okay, los geht's. Er macht natürlich wieder nix. Ich hab Zeit. Na, Zone Attack. Lol. Keine Ausdauer. Und da verliere ich auch noch. Wollte einfach der letzte Schlag nicht mehr treffen mit Zone Attack und sowas. Wobei, den hat er geblockt. Nicht schlecht. Round 2. Ich dachte halt, der macht auch ein bisschen mehr. Hätte lieber einen Gegner, der ein bisschen mehr macht. Wenn ich Orochi spiele. Aber hier kommt ja nix. Boing. Jawohl. Sehr, sehr, sehr langsamer Kampf hier, ne? Ein sehr langsamer Kampf. Ich will aber auch nicht zu viel machen, weil dann hat er halt genug Möglichkeiten, seine Konterschläge zu machen oder auch zu parieren und sowas. Deswegen ab und zu mal ein bisschen pieksen. Round 3. Irgendwann verliert er vielleicht schon seine Geduld. Der ist ja immerhin höher als ich, ne? Mit Ruhm 13, ey, Wächter. Dass der mich trifft, was hat denn der für eine Reichweite, der Leichte von oben, von dem? Gibt's doch nicht. Victory. Das Interessante ist halt auch, dass wenn man ab und zu mal gar nicht so viel macht, ab und zu mal so einen leichten, und dann rechnen die Gegner nicht damit, wenn man plötzlich Aktionen macht, die normalerweise immer pariert werden. Ich meine, dieser Sturmschlag von Orochi wird normalerweise immer sehr, sehr gut pariert oder geblockt. Aber wenn da einfach so aus dem Nichts kommt, dann sind sie damit echt ein bisschen überrascht. Ich muss nur auf den Leichten von oben aufpassen bei ihm, der ist echt ein bisschen schnell. Dass er den noch blocken konnte eben. Ah, siehst du, das meine ich nämlich. Willst du Leichte von oben machen? Der wartet nämlich auch darauf, dass ich Orochi typisch die leichten Schläge von oben mache, damit er seinen Counterschlag da machen kann. Ah. War wieder sehr, sehr knapp gerade. Ja, da ist er wieder. Ah, das, weil er immer zweimal schlägt, komme ich damit jetzt nicht hier. Victory! Kaum noch durch, aber gewonnen.
unkonventioneller Kampf, aber gewonnen. Das ist aber sehr, sehr komisch. Das war, wir wollten, glaube ich, ähnliche Sachen machen. Ich wollte eigentlich immer mehr, dass er den Kampf bestreitet, damit ich meine Konterschläge ansetzen kann. Und er hat aber genauso gewartet, dass ich hier Orochi-typisch leichte von oben und sowas, damit er seinen Konterschlag machen kann. Aber ich bin halt kein typischer Orochi-Spieler, weil ich den Orochi eigentlich nie spiele. Deswegen spiele ich dann, wenn ich den mal spiele, auf meine ganz eigene Art und Weise. Die halt immer sehr, sehr, sehr merkwürdig ist. Aber es hat geklappt. Wieso, wenn man damit zum Sieg kommt? Warum nicht? Kriegswander platzieren wir hier mal und dann noch hier nochmal den Punkt verteidigen. So. Und im zweiten Kampf habe ich hier nochmal ein Shogoki gefunden. Shogoki gegen Orochi, das ist auch immer schwierig wegen der Hyper-Armor. Eigentlich immer. Rum 50, Rum 4. Wo spielen wir? Brücke zur Zuflucht, okay. Der erste Kampf gegen den Wächter war ja sehr, 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 sehr unkonventionell. Aber wenn man am Ende siegreich ist, ist ja okay. Was wäre denn das jetzt? Gegen den. Ja, da werde ich auf jeden Fall schon mal weggeschlagen. Hör auf zu spammen. Nein. Wieder. Jawohl, da ist er schon weg. Dankeschön. Dankeschön für den Deflect. Großzügig von Ihnen, dass er mich das machen lässt. Round 2. Wo will er denn hin? Autsch. Kopfnuss ist nicht gut. Habe ich ihn auch erwischt? Nö. Ja, aber. Und das wird nichts. Ah, komm, ich habe auch Guardbreak gemacht. Da muss ich angreifen dann. Was mache ich denn? Ach, komm. Der hat doch kein Leben mehr. Der kann kaum noch seine Keule hochkriegen. Der kriegt kaum noch seine Keule hoch. Das ist ein Spruch. Okay. Ah, ins Feuer? Nee, hinter mir ist eine Treppe. Das ist immer so anstrengend gegen die Schuggucken. Und auch scheiße zu parieren, ey. Bei dem Timing, den du da... Da mache ich zwei leichte so, aber die können einfach weitermachen, wenn sie noch Hyper-Armor machen. Also der Schlag kommt ja dann durch. Schade, die erste Runde war so gut mit dem Deflect noch und sowas. Und jetzt... jetzt ist Banane. Jetzt kriegt er seine Keule wieder hoch. Damit hat er nicht gerechnet. Ah... Da war doch seine Rüstung schon weg. Wie kann er dann trotzdem noch schlagen, ey? Er hat keine Ausdauer. Hui! Da war wieder Hyper-Armor, die ihn vom Schlag her, also genau als der Schlag getroffen hat, hat er sich wiederbekommen. Da hat er weiß geleuchtet. Wenn er da geschlagen hätte, huiuiui, oder ein Guardbreak, hätte er mich gehabt. Das ist so
muss man so aufpassen musste, wenn er seine Rüstung wieder bekommt, ey. Da muss man so aufpassen. Ein Bus fährt vorbei. Hab ihn auch erwischt. Das hat ihm mehr Schaden gemacht als mir. Victory. Jawohl. Oh, seine Keule hat einen Ständer. Scheiße. Vergiss, was ich gesagt habe. Dover Commentary heute. Okay, das waren zwei Kämpfe. Der erste Kampf gegen den Wächter war sehr, sehr unkonventionell. Und der zweite eigentlich auch. Oh, was habe ich da für ein Schwert gekriegt? Erfüllte Befehle. Das Schwert will ich sehen. Das sieht da so aus, als hätte das eine coole Maserung drauf. Oder ist es halt rot? Nee, Rematch gibt's heute nicht. Das waren schon zwei Kämpfe. So. Oh ja, zwei Befehle hier fertig. Nee, ich will das Schwert noch angucken. Was habe ich denn da bekommen? Klinge. Ah, nö. Hm. Guck mal, im Vorschaubild sieht es besser aus als dann in echt. Ne? Also es ist einfach nur rote Einfärbung oben. So bronzemäßig, aber hier auf dem kleinen Vorschaubild sieht es aus, als hätte die Klinge noch irgendwelche Einkerbungen. Hat's aber nicht. Und deswegen kommt das weg. Na gut, Leute, das war mal wieder ein Gameplay mit meinem Orochi. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr in den nächsten Videos wieder einschalten würdet. Macht's gut und ciao, ciao.